mein erster, das war ein Matrose. Der war auf der Brust tätowiert. Der trug eine meerblaue Hose und ich habe mich schrecklich geniert. Er nahm meine Hand und versprach mir die Treue, gab mir sein Wort. Er nehmt keine anderen nach mir. Und am Morgen, da ging er an Bord. Beim ersten Mal, das tut noch weh. Da glaubt man noch, dass man es nie verwinden kann. Doch mit der Zeit so peu à peu gewöhnt man sich daran. Er gab mir beim Abschied zwei Gulden und sagte so zärtlich zu mir, Schatz, du musst dich ein wenig gedulden, übers Jahr bin ich wieder bei dir. Er hat mir noch einmal geschrieben, aus Hongkong, dort wäre es so schön, er würde mich immer noch lieben. Und ich hab ihn nie wieder gesehen. Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Da glaubt man noch, dass man es nie verbinden kann. Doch mit der Zeit so peu à peu gewöhnt man sich daran.